Willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Im letzten Part sind wir hier in den Wald gegangen und da oben steht einfach mal ein Kochum. Warum auch nicht? Oh, das haben wir tatsächlich noch nicht. Ein Oddish oder wie es auf Deutsch heißt, Mirapla. Das fangen wir uns natürlich. Ich meine, warum auch nicht, ne? Finde, das kann man mal machen. So. Wir müssen jetzt durch diesen Wald kommen und auf der anderen Seite erwartet uns der nächste Orden. Ja, das ist der Fall. Wie habe ich noch mit dir geredet? Leertaste. Ich hasse einfach diesen Wald. Käfer in allen Bäumen hier. Ich kann sie einfach nicht loswerden. Achso. Ich könnte sie einfach runterschütteln, aber ich will nicht. Das wird nicht funktionieren, wie du weißt, aber möchtest du vielleicht eine Kopfnuss für 1000 kaufen? Oh, dann kann man die trotzdem runterschütteln. Wäre schon cool. Ja. Dann mache ich nämlich mal Hole weg und dann haben wir jetzt eine Kopfnuss. Das finde ich ganz cool, weil wir halt jetzt wirklich an jeden Baum hauen können. So, erstmal das Hut kurz zur Seite und dann hauen wir hier Bäume. Und mit dem Koch da unten müssen wir auch noch reden. So, das testen wir jetzt mal aus. Was? Das weigert sich unseren Anweisungen zu folgen? Moment. RP 2. 117, das sollte doch reichen. Pack's mal lieber vor, kannst ein bisschen noch an Happiness sammeln. Ja, das ist nämlich so. Wenn die Happiness unter einem gewissen Grad ist, dann folgen Pokémon nicht der Anweisung, die man ihnen gibt, wenn man solche Spezialaktionen hat. Hallo? Was? Du erwartest etwas von mir, weil ich hier sitze? Ich weiß. Möchtest du einen MJ-Tanz mit mir machen? Oder du wirst getroffen von... Du wirst... stecken bei... Du hast einen Moonwalk daraus gemacht. Es ist bestimmt eine Filmanspielung, die ich gerade nicht verstehe. Naja, es will nicht. Das muss wohl noch trainiert werden, bevor es das macht. So. Aber Training lässt sich hier ja ganz gut machen. Und ich meine, sein Happiness wird ja mit der Zeit auch auf Maximalwert hochgehen. Weil wir machen einfach mehr Pokémon fertig, als dass es stirbt. Und es wird vermutlich gar nicht mehr so oft sterben. Es hat jetzt schon ein relativ hohes Level. Und ihr seht ja, wie leicht wir hier mit dem Pokémon fertig werden. So, möchtest du vielleicht den Baum hauen? Immer noch nicht. Wie viel muss ich denn haben? Wahrscheinlich muss ich 150 haben. Happy One. Ja, wenn es 120, also ich finde, das sollte reichen, damit das Pokémon die Attacke einsetzt. Kann auch sein, dass es über die Hälfte haben muss. Weil 255 ist Maximum, ist halt 2 hoch 8, also von 0 bis 255, in genau 256 Zahlen, ja. Das ist eine Zahl, die kommt in der Informatik sehr, sehr oft vor. Und ja, das ist der Maximalwert, den ein Pokémon an Happiness haben kann. Und wahrscheinlich muss es genau auf die Hälfte kommen. Dementsprechend probieren wir jetzt nochmal. Ne, will immer noch nicht. Haben wir denn überhaupt schon die Hälfte? Wahrscheinlich nicht. Happy One. Ne, haben wir nicht. Gerade so nicht. Das möchte ich jetzt aber noch herausfinden. Auf was für einem
Glücklichkeitslevel unser Pokémon sein soll. Das sind Sachen, die lernt man fürs Leben, ja. Na gut, vielleicht nicht ganz. So, jedes gibt, glaube ich, ein Happiness, das wir besiegen. Dementsprechend kann das noch eine ganze Weile dauern. Jetzt müssten wir 224 haben. 124 auf 128 haben wir genau die Hälfte. Außerdem ist es ein schönes Training. Das ist ja auch die Hauptsache. Ich würde jetzt einfach mal drauf tippen. Hälfte oder über die Hälfte. Kann auch sein, dass sie sagen, du musst 200 haben oder sowas. Es ist jetzt alles mal eine Mutmaßung von mir, ja? Wir gucken einfach. Mal gucken, was bei rauskommt. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, wir sind bei 7 und... Oh, ich drücke immer das O. Ja, 127. Du hast gar nicht... Oder haben wir hier schon mal ein Paras getroffen? Ich glaube nicht. So, jetzt sind wir genau auf der Hälfte, 128. Übrigens in der Informatik auch eine wichtige Zahl. Nee, will immer noch nicht. Wir machen noch eins fertig und dann gucken wir, ob 129 der Wert ist, den man braucht. Andernfalls lasse ich es jetzt erstmal gut sein und wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier vorbei. So, jetzt ist die Zeit gekommen. Nee, will immer noch nicht. Dann müssen wir das einfach mal zu einem späteren Zeitpunkt gucken, wenn unser Pokémon ein bisschen glücklicher ist. Aber das hängt wirklich mit dem Glück zusammen. Also je glücklicher ein Pokémon ist, desto bessere Chancen hat man darauf. Oh Gott, und jetzt will uns noch so ein Käfersammler Todd angreifen. Bist du ein Freund des Kinos? Mein Pokémons Spitzname ist Morphra. Und sie wird dich weg. Morphra. Und sie wird dich wegposten. Oder jetzt wird dich wegposten. Ist ja ein Eher. Ja, wer jetzt nichts mit dem Namen Morphra anfangen kann. Wenn ich mich recht entsinne, ist Mothra eines der japanischen Monster, gegen das Godzilla kämpft. Na? War ich richtig? Müsste richtig sein. Komm schon! Da hat man schon noch nichts. Und es bringt einem nichts. Aber immerhin wurde Flobel nicht besiegt. Das ist schon mal viel wert. Draußen sind irgendwelche Vibrationen zu hören, so Tieftöne. Hier vibriert gerade wirklich alles. Ob das von der Baustelle kommt, ja wahrscheinlich. Woher soll es denn sonst kommen? Mal so gefragt. Ach, du kannst auch die Kopfnuss. Schön. Aber jetzt bist du wenigstens paralysiert. Jetzt tut es keinem mehr was. So, auf dem Weg müsste auch die Pokémon-Pension kommen. Ach Quatsch. Verwechsel ich die Generationen? Ich glaube, ich verwechsel die Generationen gar nicht. Da oben kommt die Pokémon-Pension. Glaube ich. Ah, das ist so doof, wenn man... Ich habe jetzt wirklich bis auf Sonne und Mond, was ich jetzt demnächst, sobald die rauskommt, beziehungsweise bald mit der Demo nachholen werde. Lass niemanden auf dich herabschauen, weil du jung bist. Setze ein Exempel.
Nee, mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Nee, komm, die beiden tausche ich mal lieber aus. Ja, verdammt, jetzt habe ich mich doppelt mit ihm angelegt. Der beste Teil. An einem Pokémon ist, dass du das Singen dich. Was? Dass es dich in den Schlaf singen kann und du hast jemanden zum Kuscheln. Oh. Ja, das ist echt schön. Aber kann man sagen, was man will, es ist schon schön. Und unser Pokémon macht ja hier jedenfalls unseres, kann uns nicht in den Schlaf singen. Mein Pokémon wird mich konsultieren. Consult me? Bin mir gerade nicht sicher. Eine Tagespflege. Achso, ja, egal. Das war jetzt bloß mal wieder so ein bisschen Gelaber. Ich konnte das gerade nicht passend übersetzen. Ich hatte gerade keine passende Übersetzung zur Hand. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr es hier selber lesen. Es stand ja lang genug da. Stranger Danger. Fremdengefahr. So. Die haben natürlich als Wasser-Pokémon alle keine Chance. Nee, die Attacke möchte ich nicht haben. Und wir haben es gleich in die Stadt geschafft. Wie froh bin ich denn? Also, er hat noch gesagt, lass mich allein. Ja, mit dem Geräusch hat er jetzt gemacht. So, Schwester Joy, mach mich wieder heile. Onix wird übrigens auch hier eine ganz, ganz tolle Rolle spielen. Denn Onix beschützt uns. Ist nämlich ein Gesteintyp und hier sind Normal-Pokémon am Werk. So, Goldenrod Flower Shop. Ja, lots of beauty. Oh no. Jemand, der von Shuckles und Pumpkins. Was ist denn ein Pumpkin? Ich weiß, was ein Pumpkin ist. Ein Kürbis, genau. So. Esse ich übrigens nicht. Ich hatte bloß gerade das deutsche Wort tatsächlich nicht zur Hand. So wie bei Shuckles habe ich gerade auch, weiß ich gerade nicht, was es ist. Da weiß ich wirklich nicht, was es ist. Da habe ich nicht nur das deutsche Wort nicht zur Hand. Kam hier und hat mich ausgeraubt. Ich kann nichts finden. Ich kann dir nichts verkaufen. Bitte finde ihn. Mache ich. Und wer bist du? Oh, hallo. Willkommen zum Blumengeschäft. Fühl dich frei, dich umzuschauen. Ja, wie denn, wenn ihr ausgeraubt wurdet? Ist ja auch lustig, ne? Boss-Cooldown-Checker. Hallo. Ich vergleiche Daten für alle starken Trainer. Diese Bosse sind formidabel. Und man kann ihre Spur nur schwer finden. Von welcher Region möchtest du was checken? Rocco ist bereit zum Kampf. Chuck ist bereit zum Kampf. Koishi ist bereit zum Kampf. Jesse und James sind bereit zum Kampf. Professor Eich ist bereit zum Kampf. Nero ist bereit zum Kampf. Erika ist bereit zum Kampf. Pumpkin ist bereit zum Kampf. War Greymon ist bereit zum Kampf. Nee, danke. Gegen die kann man alle kämpfen. Da braucht man aber erst Pokémon Level 100. Na, danke. Was? Die Tür ist verschlossen. Es scheint so, als wäre sie zurzeit nicht kampfbereit. Wer könnte Whitney sein? Die hieß aber im Deutschen nicht Whitney. Das weiß ich noch. So, hier ist ein Move Buffer. Aber für eure Spitznamen gab es hier was. Watch out! Geh vom Rad in dem Tunnel. Wer weiß der das? Oh, moin Bill! Hallo! Wolf bei der P, so schön dich wiederzusehen. Ja, moin Bill. Verwandtschaft besuchen. Nein, ich gehe jetzt mit Fahrrad in den Tunnel. Gambler Andrew. Der eine rennt weg.
Ich erzähl dir. Ich werde immer abgezogen. Yeah, Chef, when I spend my money to try out lottery drawdown hier. Also, ich werde immer abgezogen, wenn ich mein Geld hole, um zu versuchen, an der Lotterie was zu gewinnen. Ich würde lieber eine Wette mit meinem... Nee, ich würde lieber etwas Vageres mit meinem Geld machen. Als irgendwas Glücksbeziertes passiertes. Bekämpfe mich. Ja, vage war vielleicht die falsche Übersetzung. Ganz sicher war es die falsche Übersetzung, aber ich wusste es gerade nicht. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Leute, studiere ich Englisch? Nein. Aber ich weiß, das ist eine blöde Ausrede, weil sowas mag ich auch nicht, wenn jemand so Ausreden benutzt. Ich gebe mir wirklich alle Mühe und ich versuche mein Englisch auch zu verbessern. Solltet ihr auch tun, immer Englisch verbessern. Ihr werdet es brauchen, man kommt heutzutage nicht mehr drum rum. Nein, richtig nicht. Rock Polish will ich überhaupt nicht. Da geht all das Geld hin, das ich für die Lotterie gespart habe. Ach ja, komm. Irgendwann werde ich gewinnen, ich weiß es. So. So, hier kann ich ja noch nicht. Jetzt muss ich aber erstmal kurz ins Pokémon Center. Onix soll ja auf Level 20 eigentlich noch erhöht werden. Eigentlich noch weitaus drüber, weil wir brauchen ja für die Arena alles, was wir kriegen können. Apropos alles, was wir kriegen können, da könnte ich jetzt noch was anderes kriegen, nämlich unseren Nebulak mal zurück. So, wir brauchen jetzt zurzeit keinen Zerschneider. Dann läuft wieder einer im Geisterkostüm durch die Gegend. Aber Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Pokémon Revolution Online. Bis dann, euer Wolf.